Hallo Freund, ich habe gerade ein Video für dich. Und war eine sehr interessante Geschichte, was der Herr Jess mir wiesen hat. Und das von dem mit dir wenig bieten. Und ich teile so, dass wir korrekte passende Zeit mit dem von der Geschichte verteilen, wenn es ein bisschen wenig ist. Und ich habe gerade ein paar Fragen für ihn. Ist der Leuchtstürer, was du in Gott hast. Und Leuchtstürer, was du in Jesus hast. Was hier bei ihr gelebt hat. Und um Christus gestorben hast. Und hast drei in den himmlischen Futter gefahren. Und was der Herr ja jetzt von der ersten Tag in Menschen schaffen kann. Leuchtstürer. Und von uns, Dietsche, würde vielleicht nicht sagen, dass das Problem sein. Ich möchte teilweise so würden sagen, ja, sie glauben nicht alle. Aber ich habe manchmal gehört, Menschen sagen, was kostet so ein Sein, er hat glauben, er hat denken, was das in Jesus hier nicht, was hier bei ihr gelebt hat und hat. Und er ist für unsere Sinnen gestorben. Um Kriezen. Und er ist am dritten Tag drei abgestohlen und hast drei im Futter gefahren. Was kostet das Glauben? Na, das ist, was die Bibel uns lehrt. Und wo die Feinde braucht viele Wege, den Menschen Frauen im Zweifel zu bringen. Und das hätte von der ersten Tag noch einmal. Und es sind sogar Menschen, die sagen, hast du dort gesehen, was Jesus im Krieg gestorben hat? Hast du dort mit deinen eigenen Augen gesehen? Nein, ich habe nicht. Na, wo kostet dann so ein Zeug? Wo kostet dann so ein Glaube? Und der Wind ist ein sehr feiner Beispiel. Kostet dir im Wind sein? Kostet das sein, was der Wind verändert? Nein, das kostet dir nicht sein. Das kann ich auch nicht. Dann war es sein, der Karren, der werfelt da am Dorf. Ja, dort stammt. Und der Werfel wird da am Duhl wehen, wenn ich es. Und das kriegt so. Den Wind, den habe ich nicht sein. Und Jesus habe ich auch nicht persönlich gesehen. Und wir haben das auch nicht gesehen, was der um Krieg gestorben hat. Für meine und deine Sinn. Dort. Nicht ein großer Problem, aber was der Held ja jetzt von der ersten Tag, der ich Menschen schaffen hat und zu Menschen reden hat. Dort ist von der ersten Tag noch mal viele Dietsche ein großer Trouble, was die dort nicht glauben. Wenn ich von den Helden jetzt hier rede, was dann glauben sie, oh, das sind ewig geschuldene Menschen, sind falsche Propheten. Kostet den Helden jetzt sein? Kann ich den Helden jetzt sein? No. Fragt sie Gott, wie die nicht sein, als wie den Wind nicht sein kann. Dann war es sein, na der Korn in dort großen Krüt, dort wies uns dort, wo der Wind ist. Wegen dort Wetter. Ja, dort stammt. In dem Wind habe ich hier. Ich habe mit unseren Uhren hier. Hier habe ich eine Frau für dich, da muss die Uhren haben. Kostet dir den Wind hier, wenn du deine Uhren taucheln lässt? Kostet dir das hier, wo du wenig hast? No, was ist nicht die Hirn? Kreuz so schafft der Helden jetzt. Wenn wir unsere Uhren für den Helden jetzt taum mehr andauern, uns hart, taum mehr andauern für Gott, für Jesus, für den Helden jetzt, dann habe ich den nicht hier, dann kann ich nicht an uns reden. Aber wenn wir wollen am Horchen, wie uns auch mehr am Verarm, dann können wir am Hier. Dann können wir uns reden, dann können wir am Hier reden. Dann war es ein Wissenbeweis, dass der Korn der Welt, dort ist ein Beweis, wo das wenig ist. Wissenbeweis, wo der Held ja jetzt, hier mag uns Menschen von der ersten Tag ist.
Mein Wort hat es mir dort bewiesen. Ja, das sei einfach. Wer lässt den Korn bossen? Der Eck dort, der ist die dort? No. Von Gott, du nicht leben in den Kuren. Nein, geben das. Dann kann die Kuren nicht bossen, die geht nicht mal ab. Alle Bäume, die wir in der Welt haben. Wer hat das gemerkt? Das hat Gott gemerkt. Ja, das wollte ich. In der Stadt sind du eines und andere, was wir wollen können sein, was du ein Beweis hast, der Helge Jesus, der schafft mit uns. Manch uns Menschen, wenn wir am Schafen looten, der redet uns, wenn wir am Harchen da. Aber viele, viele Deutsche sind von der Tag noch so stark auf ihren eigenen Eck. Was ihre Eltern, ihre Großvater, muss ich sagen, ab dort Bühne, was der Prediger, was der Älteste sagt, ab dort Bühne. Lieber Freund, ich will dir sagen, du wirst noch mal kein Prediger, kein Ältester für die, der Himmel dir aufmerken. Keiner. Dort tun ich die hier in uns leben, von der schon da, der Himmel dir aufmerken. Er hat Hummel. Eine Geschichte, wo ich mal eine Zeit drehe, in der Botschaft hier und da. Ich denke, da wäre in der Botschaft, vielleicht habe ich mir einen Freund vertraut, aber ich nicht mehr, das ist auch eine Zeit drehe. Wir in der Gruppe Menschen, was das sind. Die Geschichte, das ist eigentlich, das mir vertraut wurde, das sind, was hier in der Zeit passiert. Eine wahre Geschichte von einer großen Gruppe Menschen, die sagen, das gibt nicht in Gott. Die Welt regieren, das tun die Menschen, du hast schon Gott. Und die Christen haben aber auf ihr Glauben festgehauen und gesagt, yes, du hast einen Gott. Und kommen immer wieder, und da wird er nicht an Gott glauben dann. Die Gruppe fängt immer stärker und geworden. Die Christen, die blieben auf erster stehen. Und dann mit uns fangen die Christen, die Jäger und die Frauen, die nicht an Gott glauben dann. Wer hat die Erd gemerkt? Den Erdball. Wer hat den gemerkt? Und der hängt in der Luft. Rund am Erdball. Die Erdball ist rund. Rundarm, hier und du und da zu Menschen. Der hängt rundarm in der Luft. Dann gehen sie weich. Und nun in gewisser Zeit kommen diese Menschen, die drei, die nicht an Gott glauben. Und sagen sie, wie kann ich nicht Erdball merken, was in der Luft hängt? Okay, gut. Go her. Als sie dann nicht alles reuert haben, und dann den Erdball, ich weiß nicht, wo sie das gekannt haben, aber das mir die Geschichte verteilt wird, dort wird wo ich war, die hat in der Luft gehangen, die Erdball. Wo diese Gruppe Menschen gemerkt haben, wo nach der Ball war, ich weiß nicht, wo gerade, aber im Beweis, so können das auch. Und was sagen die Christen dann? Da wird du gegen Gott sein, wird nicht an Gott glauben. Sie sagen, er ist ein Erdmärchen. Das Erdball, was sie nie gemerkt haben, da haben sie von dieser Erde genommen und dort ist Gott seine Erde. Die machen seine eine Erde merken und dann auch von dort ein Erdball merken. Und was glaube ich passiert? Die Gruppe, was gegen Gott ist, was nicht an Gott glauben hat, was haben sie wieder getan? Können wir mal ein Wort gesagt, können wir mal sich gegen die Christen gestalten. War ich gegangen? Hatten sie dann von ihren Lohn aufgeladen? Eine gute Frau. So wird heute die Geschichte nicht gehört. Wobei ich sehr mir sicher,
in ihr Hort, in ihr Gewassen. Er hat dort geschnitten aus dem Doppel, Schnee geschwert. Und die Bibel und seine, Gott sein Wort, als Schopper aus dem Doppel, Schnee geschwert. Und ich bin mir sicher, so wird es an den Menschen haben. Aber viele Menschen horchen da noch nicht. Ne Gott, ne den Helden Jesus, wenn er dort noch so scharf schneiden hat. Lieber Freund, glaubst du dort, wo dort ein Helden Jesus gibt? Glaubst du dort, wo Jesus von der ersten Tag durch den Helden Jesus zu uns Menschen reden hat? Und reden kann, wenn wir am Reden lauten. Und wenn wir am Horchen. Ist die dort nicht deutlich? Dus dat zijn toen nog vele, vele dingen, maar wat een over opnemen kan. Nächste ding, wat me hier nog bijvallen heeft. Want die persoon was, wat de gloeis. Wie gaan alles in controle? Wie kan meer om wat wie wel? God is verhebnis. Dat moet een mens meer. Zoals ik in die zijn. Dat moet een mens meer. Wat het leven heeft, zoals ik in die. Ja, wie weiß alle, der Mensch ist von ihr gemerkt, ja? Was tut Gott? Das ist eine sehr interessante Geschichte. Alles, was auf dieser Welt ist, Gott sieht, dann wir das tun. Aber als ob der Mensch wäre, den er selbst merken, er formt ein Mensch mit Blut. Und dann er sein Leben in Urm. In den geformten Blutklotz, Nampüssen, in den Jöf dort leben. Dort wird ein Dief von der uns sein. Und Körper, es von ihr die Merk, in Wort trägt ihr. Und wie ihr stolz sein, wie ihr nicht mehr auf dieser Welt leben. Wort uns begruf, ja, viele Menschen weit werden wollen nicht mehr begruf, aber danach, uns Körper, der Wort trägt ihr. Aber unsere Säule, den lebenden Urm, was Gott du in dem Plattform nimmst, dort ist unsere Säule, wo kein Mensch antasten kann, wo kein Mensch dort merken kann. Da ist für ewig. Und wo wirst du mit deiner Säule in Ewigkeit sein? Im Himmel oder in der Halle? Trete diese Frau. Die Gleis, die kostet alles selbst und die brauchst du gar nicht. Dann du musst ein Mensch formen vom Blatt. Und dann du den Urm du nimmst, was dort ein Blattform, was dort so ein Leben, ja, Körper geben, was eigentlich von dir uns ist. Du musst das proben wollen. Aber weißt du was? Ich will Gott nicht auf seine Probe dort stellen. Ich will mich nicht gegen Gott stellen. Gott hat den ersten Mensch selbst mit seinen Händen gebetet, in seinen Urm der Nähe Püs, was nun unsere Säule ist, was wird für ewig und ewig sein. Im Himmel bei Jesus, er in der Halle bei den Dieben. Der Feind kennt mit vielen verschiedenen Dingen an. Oh, das hat der Feind gemerkt, oder das haben Menschen gemerkt. Der Feind bildet Menschen an, das haben so, hab wie Menschen gemerkt. Wie brauchen das Gift nicht in Gott, wie Menschen tun die Dinge merken. Wie Menschen tun die Dinge regulieren, in Kontrolle holen. Weil wir dem Feind nicht ihr geben, was Gott gemerkt hat. Der Feind hat noch keinmal ein Ding gemerkt, noch Nerven. Der Feind braucht die Dinge, die Gott gemerkt hat, für sein. Für sein ewig Recht, was zum Innehalt. Zum Menschen verleiden, was du wollen, bei allem für ewig in der Halle sein. Ich wünsche dir, Freund, Gottes Segen. Und ich hoffe, dass du
Klimat klar hat gegeben, wie Menschen wie sein nicht. Das Einzige, was wir tun, das ist, wenn Jesus uns die Kraft gegeben hat, uns die Weisheit gegeben hat. Dort ist, wenn was wir Dinge tun können, was wir tun können. Und wenn du einmal in Leben hast, Menschen, die reden von den Helden Jesus, die sind ewig geschoten, die sind verdreht. Ich hoffe, das hat ihnen einen Schritt wieder eine Klarheit gegeben, was dort Wahrheit ist. Dann sind wir nicht ewig geschoten. Ja, wir sind ewig geschoten von der Welt, von den Feind, nicht Jesus. Vom Tod, nicht Leben. Weißt du, was ich? Aber wir sind dann nicht falsch verdreht. Dann sind wir rasch gedreht. Wenn wir den Glauben haben, in wie für Jesus leben. Sei ja vielen Dank schön. Hier war uns Luther.